Einen wunderschönen Servus und Hallo heute zur 219. Folge des Notizblocks. Ich rede hier ganz schnell. Diesmal gibt es ein bisschen was, und zwar, das hier ist eine kleine Vornachricht, weil der letzte Notizblock hat nicht wirklich funktioniert, weil da, ich hab einen Film gemacht für Dirty Dancing, und den durfte ich euch auch eigentlich offiziell zeigen, aber YouTube stellt sich quer und zeigt diesen Film nicht, weil da natürlich Musik von Dirty Dancing drin ist und die dann sagen, das gehört Sony, und YouTube erlaubt es mir nicht, obwohl ich die offizielle Erlaubnis habe, also völlig bescheuert. Auf meiner Facebook-Seite habe ich das Ding gepostet, das heißt, wenn ihr das sehen wollt, da gibt es das zu sehen. Und aber in dem Notizblock war auch eine Nachricht, die wichtig ist für euch eventuell, und deswegen dachte ich, sage ich euch das jetzt. Die Firma, Folge 4, war ja Premiere jetzt am Montag. Und Folge 5, die allerletzte Folge, kommt dann jetzt am nächsten Montag raus. Es sei denn, ein kleines Gimmick, falls ihr es nicht mehr aushaltet und irgendwie gerne die Folge 5, die letzte Folge, Staffel und überhaupt Finale früher sehen wollt, dann ist alles, was ihr machen müsst, den Link des Videos von Folge 4 überall posten und überall geben, dass 500 Views entstehen. Das heißt, ab 500 Views, dann wird die Folge 5, das Finale der Folge, der Staffel schon früher, schon dann hochgeladen oder beziehungsweise online freigeschaltet. Das heißt, schau mal, wir sind jetzt irgendwie bei 350, 360 Views oder sowas, das heißt nicht mehr so viel, und sobald es auf 500 kommt, gibt es die nächste, letzte Folge der Firma dann sofort. Und das war's für diese kleine Ansage, und jetzt geht's weiter mit dem eigentlich Notizblock. Viel Spaß. Ein wunderschönen Servus und Hallo heute zur neuen Folge des Notizblocks. Ich habe ja letztens schon gekocht, und es geht jetzt heute ungefähr so weiter. Ich bin hier mit dem Tim, und der Tim ist bald erfolgreicher Bestseller-Thriller-Autor. Und damit das auch alles wahr wird, drehen wir einen Trailer für sein neues Buch, für seinen neuen Roman, der da heißt Angelus Novus. Angelus Novus. Wenn ihr das seht, ihr wart dabei bei der Erschaffung des Trailers, und was heute passiert ist, wir machen einen Trailer dafür und brauchen Blut. Und deswegen machen wir jetzt Filmblut. Wir haben keine Ahnung, wie das geht. Also doch, wir haben es gesehen bei YouTube, aber wir wissen nicht, wir haben es nie gemacht, aber wir werden es ausprobieren. Und unsere Zutaten sind Karamellsirup, Gold, genau, goldklarer Sirup, dann einmal hier Lebensmittelfarbe. Und dann ein bisschen Mehl und ein bisschen Wasser. Und ihr werdet jetzt zuschauen dürfen, ob das funktioniert. Viel Spaß. Also, falls es was wird, zum Mitschreiben. Eine Packung 500 Gramm Sirup von irgendwas. Kannst du einfach so aufdrehen, oder? So direkt so. So. Oder? Check das mal, das läuft hier so in Wurst. 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 Also. Hier haben wir eine ganze Packung goldklaren Karamellsirup. So, vielleicht ungefähr so viel. Check das, die Konsistenz sieht aus wie Blut. Und nur die Konsistenz, wie Filmblut. Ha! Es ist flüssig. Aber jetzt wisst ihr, wenn ihr in Deutschland sucht, wie das aussieht, ihr braucht von Schwarz diese Schwarzau, die Farben, Backspeisefarben. Wir haben echt lange gesucht. Lass die Finger von Dr. Oetker. Der Wahnsinn ist. Guck mal hier, wie das aussieht. Hiermit kann ich was reinmachen. Da haben wir, jetzt kommt ein bisschen an. Nee, warte, grün nicht. Das war knapp. Hier ist der Deckel noch für rot. Wir brauchen noch ein bisschen gelb und ein bisschen blau. Genau, also das Blau macht es dann so ein bisschen echter. Leute, schaut mal hier, also auf dem Dings sieht das, glaube ich, schon ganz cool aus. Hier auf diesem sieht aus wie Blut, aber wir machen es jetzt noch ein bisschen dickflüssiger wieder. Unsere Erfahrung mit Blut ist einfach... Das wird auch der Blutdurchbruch. Bluescreen und Red Blood. Wahnsinn. Ja, hier auf der Kamera sieht es jetzt noch nicht mal richtig rot aus. Aber wir können das, ja, das ist definitiv Schulterkamera, wir können das grob schon bestätigen, dass das so funktioniert, ja, mit den Zutaten. Noch mehr, aber wir wissen auch noch nicht, wie gut man sie putzen kann. Ja, wir wissen noch nicht, wie gut man es wegputzen kann, das werden wir jetzt machen, und dann machen wir eine Blutlache. Das ist das Blut. Wir haben noch einen kleinen Fehler, haben wir gemerkt, und zwar...
haben wir nicht dran gedacht, dass das Blut ja nicht für unsere Augen gut aussehen muss, sondern für die Kamera. Für unsere Augen sieht es ganz gut aus, für die Kamera war es viel zu dunkel. Mal sehen, wie es jetzt letzten Endes dann rauskommt. Aber ja, so ist das Setup. Hier seht ihr hier einen kleinen blauen Scheinwerfer, einen kleinen orangen Scheinwerfer, Blut und dann haben wir hier drin gefilmt. Ach ja, und bei Blut habe ich auch nicht dran gedacht. Schwierigkeit, falls ihr mal Blut filmt. Man sieht alles drin, zum Beispiel da den Scheinwerfer oder da den Herd. Also man muss echt aufpassen, wenn man Blut filmt. Ja, unser Rezept nochmal zum für dieses Ding hier ist 500 Milliliter, vielleicht 550 Milliliter Sirup. Klarer, goldener Sirup, zwei solche kleinen Tübchen Lebensmittelfarbe und rote Lebensmittelfarbe, ein bisschen blau, ein bisschen gelb, bis es dann so aussieht. Und Soßenbinder oder Maismehl haben wir nicht genommen, ist aber wichtig. Besorgt euch Soßenbinder oder Maismehl und ein bisschen Wasser. So eine Espresso-Tasse Wasser voll, damit es einfach ein bisschen dünnflüssiger wird. Und jetzt, wenn ihr hier seht, ich gehe jetzt hier einfach nochmal mit den Händen durch. Jetzt, also hier. Oh, das fühlt sich komisch an. Dafür riecht's gut. Aber es riecht gut und es schmeckt wie hier. Guck mal, so sieht das aus, wenn ich das an den Händen habe. Ja, und es klebt. Ja Gott, aber es ist selbstgemachtes Bluten, es hat geholfen. Ich sag mal, das war's. Danke fürs Zuschauen und dabei bleiben und wir sehen uns bei der nächsten Folge des Notizblocks. Tschüss.